Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Persona 5 Royal. Ich bin das MC-Muffix. Wir haben beim vorletzten Mal inzwischen das Herz hier von Okumaro verändert, haben aber leider gesehen, wie der Mann in Schwarz ihn hier ermordet hat. Und ich denke mal, was hier rauskommt, wird uns als Fan der Thieves nicht gut gefallen. Naja, ansonsten haben wir beim letzten Mal mit dem Wirt Mishime geredet. Hier ein wenig in seinem Streben nach Ruhm haben wir ihn auf einen guten Weg gebracht. Und der Werte Shinya, mit dem haben wir uns auch unterhalten. Schauen wir mal, was Okumaro zu sagen hat. Verzeihung, Haru. Vater verhält sich in der Zeit irgendwie seltsam. Er verschanzt sich in seinem Arbeitszimmer und seine Stimme klingt so kraftlos. Das klingt so ähnlich wie das, was mit Madarame passiert ist. Und Madarame hatte trotzdem einen Sinneswandel. Keine Sorge, Haru. Ach ja? Ach, entschuldigt, ich wollte nicht an euch zweifeln. Das hat niemand behauptet. Die Leute verhalten sich nur seltsam, wenn ihr Schatz gestohlen wird. Es wäre seltsam, wenn man eine so drastische Änderung einfach hinnehmen würde. Da kennt Futobusi aus. Ja, ich muss euch wirklich nochmal für eure Hilfe vorhin danken. Nach dem Gespräch mit euch allen geht's mir besser, danke. Looks like this Okumaro case is finally going to have a happy ending. All that we have to do now is wait for his change of heart. Happy End. So. Dann. Machen wir das, was wir inzwischen immer machen. Kawakami rufen, Mann. Kawakami macht Kaffee. So, wir hätten heute Iwai. Theoretisch. Warte mal. Ansonsten haben wir eh niemanden. Auch Chiaya ist heute nicht da. Mit Hifumi können wir den S-Link leider noch nicht weitermachen. Ich muss mal kurz was schauen. Und zwar, wie weit sind wir gleich nochmal bei unserem guten Stärke-Link? Hi Igor, gib mir gefälligst neue Fähigkeiten. Do you need something? Now. Bugs mit Samirakam. Okay, ich habe Samirakam-Karte, das heißt, ich müsste nur Bugs fusionieren. Das sollte sogar schaffbar sein. Bugs ist nämlich hier eine. Level 49 Hariti bräuchte ich da nur. Ach, das ist dieser blöde Bär. Aber ich weiß halt jetzt nicht, wie ich Hariti fusioniere. Aber das kann man locker machen. Da muss ich mir dann gar nicht anstrengen. So, passt schon. So, dann machen wir heute wieder mal was anderes. Und zwar... Zack. Getsi. Theoretisch könnten wir mit dir das machen, aber nö. Haben wir halt keine Lust. Ehe wir da zum Billard. Er hat mich nicht gesehen. Ich wollte wieder Billard spielen. Ich finde es schade, dass man das Minispielchen nicht einfach so nebenbei machen kann. Das ist eigentlich ganz nett. Also, spielen wir das. Ich rufe jemanden an. Und zwar Ryoji. Eigentlich hätten wir Morgana anrufen sollen, weil mich hätte interessiert, wie das mit Morgana läuft. So. Eigentlich müssen wir es nur schaffen, da muss ich mir jetzt keine große Mühe geben. Weil er hat ja eh schon Stufe 2 erreicht. Schlecht. Sehr gut. Und zack. 160. Übernimm du, mein kleiner Herr. Übrigens die 777-Jacke. Ich weiß sogar, von welchem Laden die ist. Das ist nett. Einmal. Bullseye. Double Bullseye. 115. Die sind alle so gut. Muss ich mich echt ranhalten. Wir spielen jetzt ja das 501-Spiel, gell? Das ist nicht gut. Verdammt. Nein! Schlecht, Mann. 100. Ja, 100 ist jetzt nicht schlecht, aber... Ja, das heißt, er schafft es nicht in dem Finish. Ist es doof. Deswegen habe ich ja gespeichert. Kannst du eigentlich auf was anderes als das Bullseye zielen?
Er hätte zwar auch das mit der 146 eigentlich locker beenden können, aber hat halt keine Lust gehabt. Schade. So, schmeiß mal hier auf 40, wenn möglich. Schlecht. Okay. Nein! Wieso kann ich nicht das 300er Spiel machen? Das ist leichter, Mann. Oh, da habe ich irgendwie nicht drüber nachgedacht, Mann. Das war so hart schlecht, Mann. So. 120. 118! So wird das nämlich immer beim Darts hier angesagt. Und da wird es gesungen hier. Kennt doch meine alten Darts. Der schmeißt nur Bullseye, Mann. Triple Bullseye, oder? Ja, ist nicht schlecht. So, jetzt lass mich bitte mindestens 120 Punkte schmeißen. Weil dann beendet es Ryuji. Sehr gut. Das Schöne ist, in dem Spiel ist es nicht so, dass die Darts irgendwie abprallen. 118! Und Leute, was ist denn da mit mir los? Den übernimmst du schon. Okay, bleibt natürlich. Denk einfach an nichts. Jetzt verkackt das wahrscheinlich. Du musst ihn hier, denkst ihn hier was. Jetzt verkackt das, oder? Dankeschön. So, und er ist auf Level 3. Legen wir los. Kann ich jetzt wieder das Spiel bitte... Oh, ich muss es unbedingt auf 301 wieder runterstellen. Das ist mir sonst nämlich hier ein bisschen zu tough, Mann. So. Bei Yusuke muss ich mich eigentlich nicht anstrengen. Aber egal. Bin ich eigentlich inzwischen gut in dem Spiel? 118! Theoretisch kann das jetzt schon locker beenden, wenn er Lust hätte. It's my turn. Also ist nicht so schwer, komm. Okay, wenn ich Triple 6 schmeiß, dann vielleicht nicht. Take it from here. Na Yusuke, das beendest du, Mann. Ich vertraue dir das zu, komm. Hilf dir einmal, ganz entspannt. Zack. I see. Und kriegst noch einen Einser. So. Und jetzt beendest bitte meine Werte her. Da, du sollst es mal. Das ist immer gut. Und 5. Das war jetzt nicht ganz so schwer. Macht mir Spaß, das Dartspiel. Besonders, weil ich da halbwegs gut drin bin. Nicht so wie die Kämpfen. So, Können ist gesteigert. Super gut. Können steigert noch mehr. Sympathie steigert, was mir gar nichts bringt. Und jo. Okay. Hat man eigentlich sinnvoll dann S-Link mit Akechi machen können. Aber jetzt fehlt uns dann nur noch mit... Wir haben es ja gesehen. Kazumi wird ja wahrscheinlich irgendwann mal hier mitkommen. Und dann... Oder ich weiß halt, Futuba? Na, Futuba. Die sind im Kampf dabei. Naja, das sehen wir dann schon. Gut. Heute ist wieder Sonntag. Und immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Irgendwie so oder so ähnlich. Nein, ich möchte nur meine Pflanze schauen. Nicht, dass meine Pflanze nicht gut geht. Mein armes Pflänzlein. Sender Gomaro von Okumaro Foods hat sich in den letzten Monaten nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Viele kritisieren, dass seine fehlende Marktpräsenz ein Zeichen für seine Unehrlichkeit sei. Manche glauben sogar, dass Okumaro das Land verlassen habe. Solange man nicht weiß, wo er sich aufhält, ist es schwierig, diesem Trubel ein Ende zu bringen. Kann ich heute nicht? Gibt es ja kein Online-Shopping oder wie? Warte mal, wenn ich hier den Fernseher anschaue? Nö, okay, dann nicht.
So, was machen wir denn heute? Takemi, wir gehen erstmal. Untergrund. Nein! Ich werde es nie lernen. Das heißt für mich immer Underground Walkway. Es wird immer Underground Walkway heißen, mit dem UG-Verbindungszentrum. Jedes Mal verwirrt mich das. So, was gibt's heute? Oh, Mut. Zack. Er stärkt den Mut und Mut ist ja das letzte hier von unseren schönen Sozialwerten, den wir nach oben pushen müssen. Also, Schicksal deuten lassen bitte, Chiaya. Schätzeleinchen, Glücksdeutung. Ich möchte meinen Mut erhöhen, genau. Okay, einmal frei. Dann gehen wir wieder zurück. Wählen den Bahnhofsplatz, wieso auch immer. Komm, mal schauen hier. Komm schon, rubbel los. Einmal. Irgendwann traue ich mir doch zu, dass ich damals gewinne. Alter, da kann man nie was gewinnen. Nicht mal irgendwas. Das ärgert mich. So, irgendwie Verbindungsgang. Ah, das ist auch jetzt hier hinten gespawnt. So, der hat sich gerade angehört, als wäre er Alkoholiker. Aber wir wurden ja eigentlich schon gewarnt, dass bald unser Niedergang kommt. Aber okay, darum kümmern wir uns jetzt nicht. Also, runter mit dem Zeug. Und wir halten 2 Punkte. Und wisst ihr, was wir dann heute auch noch machen? Na, apropos Okumaru. Wir sorgen dafür, dass er ein bisschen mehr Kohle bekommt. Und zwar, indem wir hier einen Big Bang Burger futtern. So. Also, ich würde gerne die Raffrang annehmen. So. Wir haben nun genügend Mut. Erster Offizier, nun die ultimative Mission. 2500 Yen. Beleg. Also, nimm Platz und viel Glück. Danke, dass du dich erneut an der Big Bang Raffrang versuchst. Das ist der letzte Aufgabe, bevor du den Rang eines Captains erwerben kannst. Nur unser kolossaler Burger steht dir im Weg. Eine Mahlzeit von gigantischen Ausmaßen. Der ist gewaltig. Da bleibt mir die Spucke weg. Unser Burger ist der ultimative Inbegriff des Endlosigkeit des Welters. Der Umfang, der Geschmack, die Kalorien. Jeder Aspekt dieses Burgers ist astronomisch. Wenn es dir gelingt, das ganze Ding zu verdrücken, erhältst du ein unvergleichliches Geschenk. Ich frage mich, ob den schon mal jemand vollständig geschafft hat. Okay, hier kommt die halbstündige Big Bang Raffrang. Auf die Plätze, fertig, los! Los! Nicht kauen, einfach runterschlucken. Nicht so schnell, bleib einfach beim Tempo und du wirst es schaffen. Boah. Nächsten 3 Monate haben wir es Durchfall. Und warte mal, du hast es schon wieder geschafft. Herzlichen Glückwunsch, du hast die letzte Herausforderung bestanden. Da du den Cosmic Tower Burger gnadenlos umgestoßen hast, bekommst du einen Preis. Die wertvollste Belohnung, die wir vergeben, das Captain-Abzeichen. Und dem Burger-Baron, der diese Herausforderung geschaffen hat, präsentieren wir unseren weltberühmten Big Bang Burger aufs Haus. Lass dir deinen Sieg schmecken, als würde ich jemals wieder einen Burger essen können. Hiermit wirst du zum Captain befördert, damit hast du alle Herausforderungen bezwungen. Aber du kannst dich jederzeit wieder an ihnen versuchen, um deinen Mut zu beweisen. Hier bei Big Bang Burger warten wir auf deine Rückkehr. So, und durch unser sexy Essen, weil wir so attraktiv und unglaublich charismatisch waren, als wir hier uns den Burger reingestopft haben, ist nicht natürlich nur unser Mut gestiegen, sondern natürlich auch unser Wissen. Wir wurden dadurch schlauer. Und wir wurden dadurch charmanter. Und es ist ein Schmarrn. Okay. Wieso steigert eigentlich meine Güte nicht dadurch? Das wundert mich eigentlich auch noch. So, dann ist schon wieder Sonntag. Jetzt schauen wir jetzt, ob jetzt der Shop geht. Boah, was wollt ihr denn schon wieder? Vater hat sich heute wieder in seinem Arbeitszimmer eingesperrt. Als ich mit ihm gesprochen habe, hat er kaum reagiert. Ist das immer so? Madarame war auch nach seinem Sinneswandel in einem ähnlichen Zustand. Das wird schon, keine Angst. Wir müssen einfach abwarten. Du hast recht, ich muss einfach daran glauben, dass es klappt. Danke. Und es tut mir leid, dass ich so oft frage. Ich melde mich, wenn sich was tut.
but let's just wait for the change of heart to go through. Don't worry, it'll be just like it always is. Leider nicht. So, jetzt will ich nochmal zum Badehaus gehen. Ob es jetzt klappt? Habt ihr schon so lange nicht mehr gemacht? Warte mal. Ich drücke jetzt hier mal speichern. Aber ich bin mir doch eigentlich ganz sicher, dass da immer davor schon der Button kam, das Kawakami für einen was waschen kann. Also. So, rusige Asterrüstung. Götterrüstung. Genau, Kawakami. Ach doch, muss man Kawakami anrufen. Okay, sehr gut. So, wir hatten heute Iwai, der mit uns natürlich mal wieder was unternehmen will. Aber ich würde sagen, wir machen heute was anderes. Oder? Theoretisch können wir den schon reinhauen. Wir können heute nochmal Dart spielen. Heute ist erstmal Sonntag, heute gehen wir erstmal hier. Genau, das ist kaufen. Ein übliches Katze, das ist immer lecker. Und ja, mal, wieso? Wieso eigentlich nicht? Komm. Was haben wir noch? Tja, haben wir eh schon auf Max. Sifumi haben wir da unten irgendwo. Nehmen wir Iwai, oder? So, wenn ich ihn hier anklicke, dann spare ich mir sogar wieder Geld. Ja. So spart der Profi, meine guten Freunde. Aber bevor wir da sind, ich möchte etwas einkaufen, genau. Ja, ach, wir haben gar keinen Schatz gesammelt, schade. I'm thinking of flashier shades, something you'd color a lightning bolt decal. You want to shock them just from the look of it, since you won't be firing it anyway. Okay, all right, which one? So, meine Frage ist halt, ob wir eine neue Waffe mal kaufen müssen. Ach, wisst ihr was, wir haben jetzt so viel Geld, komm. Was haben wir hier aber Verwirrung? Ach komm, kaufe jetzt mal. Ja, komm. Ich habe noch mal das Anfangsmesser. So, bei Ryuji sieht es anders aus. Da haben wir immer noch super Sachen. Morgana. Eigentlich brauche ich das nicht, gell? Morgana nutze ich doch eh nicht. N auch nicht. Yusuke. Kaufen. Das ist übrigens so eine geile Funktion, dass man einfach die Waffen wechseln kann. Dass man automatisch einfach wieder verkauft. Das ist so awesome. So ein paar lohnt sich eh nicht. Alright. Sounds good. A shotgun, huh? That's what those old country dudes use in foreign films. Not good. So, Morgana brauchen wir nicht, M brauchen wir nicht, Yusuke brauchen wir wieder. So, das Krafthöhe, starker Schock. Ach nee, bei ihm machen wir den. Sehe, dass es nur Attrappen sind. Bei ihm machen wir den Angriff. Auch, jo. So, gehen wir richtig viel Kohle aus, Mann. Ob das eine gute Idee ist? So, hier bei Ausrüstung werden wir wahrscheinlich nichts brauchen, oder? Verzweifelt widerstehen. Nein, die ist ja schlechter. Mit N, da schaue ich halt nicht. Joa, das passt so. Und hier, ansonsten, was du heute machst, ist leider immer schlecht. Okay. Hätte man eigentlich vor dem Bossfight machen können. Wäre schlau gewesen. Aber wir arbeiten heute einfach, dann geht der Stand schon. Dann gleicht sich das so aus, gell? Wahrscheinlich hat jetzt die Belohnung, dass alles billiger wird, oder? Kennt es doch. Pass auf, Kleiner. Ich habe zu der Schwachstelle gefunden. Während du, Mikaro, im Diner warst, habe ich mich mit einer zuverlässigen Quelle getroffen. Ich hatte recht. Es war Tsuda, der den Dieb mit der Hongkong-Mafia gemacht hat. Anscheinend hat er ihnen ein richtiges Arsenal an Waffen abgekauft. Aber da wird's interessant.
wenn er den ganzen Scheiß hatte, wieso bestellt er dann bei mir modifizierte Waffen? Ich meine, kommt dir das nicht irgendwie komisch vor? Absolutely. Oder? Der Miskel will nur seine Macht über mich auskosten, aber jetzt kriegt er einen Scheiß. Was ich eigentlich sagen will, ich glaube, die Typen aus Hongkong haben ihn verarscht. Wahrscheinlich haben sie nur sein Geld genommen und ihm einfach keine Waffen geliefert. Aber Masa hat mir etwas echt Komisches gesagt, als du mit Kaoru im Diner warst. Jedenfalls tut der Clan, als wäre der Deal mit Hongkong ein irrer geschäftlicher Erfolg. Das heißt, dass Tsuda sie die ganze Zeit anlügt. Und jetzt will er mich ausnutzen, um seinen Fehler zu vertuschen. Er ist clever. Ja, es wussten schon immer alle, dass er ein hinterhältiger Miskel ist. Es ist aber egal. Wenn ich dem Clan sage, was läuft, ändert sich sowieso alles. Dann kannst du da an mich nicht mehr einschüchtern. Und ich sorge dafür, dass Kaoru nicht abgestempelt wird, wie ich es wurde. Er wird ein ganz normaler, respektabler Erwachsener, wovon ich nicht hätte träumen können. Aber zuerst muss ich mit Tsuda selbst reden. Ich muss den Kodex der Yakuza befolgen. Yo. Hey, ich muss dich um etwas bitten. Wenn mir was passiert, kümmere dich um Kaoru, okay? Okay? Soll ich ihn adoptieren oder ich als Straftäter hier? Ja, ich hoffe, dass er über so einen Gangsterscheiß steht. Aber wenn er wollte, könnte er mich problemlos kalt machen. Es sei denn, ich habe einen Zeugen dabei. Moment mal, ich habe ja dich. Ich will, dass du mitkommst, wenn ich mit Tsuda rede. Er wird es nicht wagen, ein Kind anzurühren. Das bringt ihm zu viele Komplikationen. Wenn du als mein Zeuge mitkommst, ist die Sache viel sicherer. Also gut, dann ist es geklärt. Was? Ich habe niemals ja gesagt. Oh, und ich überlege mir eine Belohnung. Als Dankeschön für die Infos und weil du mein Zeuge warst. Wie wäre es, wenn ich mir noch mehr Mühe mit der Sonderkarte gebe? Das wäre doch gut, oder? Jetzt habe ich knapp mir eine Wache gekauft, oder? Ach okay, das ist nur die Anpassung, das ist in Ordnung. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Wir machen das, Kleiner. Later. Gezwungenermaßen. So, für dich ist sicher, für mich nicht unbedingt. Zu der Zeugenaussage vorhin. Es ist zu spät, um kalte Füße zu kriegen. Verstanden? Aber natürlich passe ich auf dich auf. Wenn es darauf ankommt, übernehme ich persönlich die Verantwortung für deinen Schutz. Aber wenn man bedenkt, mit wem wir es hier zu tun haben, wir können es uns nicht leisten, ein Risiko einzugehen. Auf geht's! Ha, du hast echt Mut. Aber Mut alleine reicht in dieser Welt nicht aus. Nicht ist das so simpel. Hör zu, ich weiß, dass ich keinen Minderjährigen in so einen Mist hineinziehen sollte. Aber du bist der Einzige, auf den ich mich verlassen kann. Wenn alles bereit ist, dann rufe ich dich an. Bis später. Das hört sich ja gar nicht dubios an. Es freut mich. Also, sind wir nun in den Yakuza-Überfall. Sind wir jetzt hier noch mit reingezogen worden. Das ist eine Sache, auf die ich eigentlich hätte verzichten können. So, wer will denn heute schon wieder was? Keine Ahnung. Muss ich gar nicht lesen. Wenn es jetzt nochmal fleischfest geht, interessiert es mich nämlich nicht. 91% der Menschen glauben, dass wir gerecht sind. Ach Leute, ich hoffe, es bleibt immer so. Und das wird sich natürlich auch niemals ändern. Also, dass uns die letzten paar Spielstunden immer gesagt worden ist. Also, Sei hat uns ja nochmal schon gesagt. Wieso ist da alles schiefgelaufen? 10er, 10er, schöner Schnaps sein. Igor nun auch. Eigentlich sagen alle, dass uns das alles schief läuft. So. Wollen wir gleich in die Arcade? Dann würde ich mal sagen, tun wir schon hier nach oben rufen. Aber es läuft so gut mit den S-Links, Mann. Wir schaffen es echt. Also. Takuto, wie gesagt, also Maruki, da müssen wir jetzt warten, bis unser Junge mal anruft oder was immer. Sei ist, wie gesagt, automatisch stehen immer voll. Mishima haben wir jetzt nur noch 3 Ranks, das schaffen wir locker. Hifumi müssen wir einmal ins Mementos gehen, das machen wir, wenn wir mal Lust haben. Der dauert noch eine Weile, okay, aber es geht auch. Und Oya können wir auch noch mal weitermachen. Aber hier, Iva sind wir fast fertig. Die Wardens, das machen wir eh. Futuba sind wir auf Stufe 5 und Goro auf 6, also das ist voll in Ordnung. So, Jiro müssen wir wieder schauen. Haben schon eine Weile wieder vergessen. So. Also, lass uns heute nur kurz trainieren, ja? Hast keine Lust auf mich, oder was? Hey. Nach unserem Training möchte ich über die Gerüchte um Takekuma sprechen. Hey.
muss dauernd an mein Duell gegen Takekumo denken. Ich meine, ich konnte ihn nichts anhaben. Es ging einfach nicht. War aber schon irgendwie seltsam, gell, King? Oder? Ich wusste, dass du es verstehst. Ich habe schließlich viel trainiert. Es gibt Gerüchte über Takekumo. Angeblich verwendet er Cheat-Panzerung. Du weißt, was das ist, oder? Die hier ausrüsten ist voll gegen die Regeln. Bestimmt haben meine normalen Schüsse deswegen nicht gewirkt. Das muss sein. Oder weil du schlecht bist. Aber wenn ich das nächste Mal gegen ihn spiele, dann... Dann pulverisiere ich ihn. Das packst du ja. Ja, sogar die Fantasies haben noch gegen Magic gewonnen. Nächstes Mal gewinne ich. Pass nur auf. Also ich habe meiner Mutter erzählt, was mit Takekumo passiert ist. Aber... Es war egal. Sie hat nur okay gesagt. Sicher, weil ich verloren habe. Sie mag Kinder, die verlieren nicht. Meine Mutter hat mal gesagt, dass wir stark sein müssen, weil es nur uns zwei gibt. Sie hat gesagt, den Schwachen hilft niemand. Aber auf dem wird nur herumgetrampelt. Deswegen will ich stärker werden. Stark genug, dass niemand auf uns herumtrampeln kann. Dass wir die Stärksten sind. Genau, das sind die Phantom Thieves. Sie sind die Stärksten, auf denen trampelt niemand herum. Wenn ich mal der Stärkste bin, kann meine Mutter sich auf mich verlassen. Ich kann nur durch Spiele gewinnen. Deswegen darf ich nicht verlieren. Was soll ich wegen Takekumos Panzerung machen? Meine Strategie vom letzten Mal hat nicht funktioniert. Da brauchst du eine neue Strategie. Natürlich, nächstes Mal gewinne ich garantiert. Danke. Du bist irgendwie ein großer Bruder für mich. Ich kann mit dir über alles reden. So soll es angeblich sein, wenn man Geschwister hat. Erhöht die Chance, dass ein Schuss der Stasseffekt auslöst, Erfolg hat. Das ist nett. Passt perfekt zu unserem Essling, den wir mit Iva hier gerade gesteckt haben. Takekumo soll sich in Acht nehmen. Scheiße, ist so spät. Ich muss schon los. Der sagt ganz schön viele Fluchwörter hier, mein Kleiner, gell? Sowas sagt man aber nicht. Muss dir deine Mutter den Mund auswaschen heute Abend. Oh, Dragonessan, vielen Dank für deinen Input bei der Sache heute. Ich höre mich erwachsen an, oder? Ja, meine Mama sagt das oft bei unseren Telefonkonferenzen. Dieser Takekumo selbst, wenn ich schon an ihn denke, muss ich kotzen. Nächstes Mal schlage ich ihn auf jeden Fall. Aber da er möglicherweise schummelt, reicht normales Training nicht. Bis zum nächsten Mal muss ich mir eine Strategie einfallen lassen. Ich feuere dich an. Danke. Ich habe das Gefühl, dass ich kurz vor einer guten Idee stehe. Sobald ich alles herausgefunden habe, solltest du mit mir trainieren. Ich muss der Beste sein, sonst wird meine Mutter nie... Naja, beim nächsten Mal gewinne ich definitiv. Bis dann. So, dann schauen wir mal, wie sein Werdegang ist und ob er hier eine tolle Strategie sich hier ausdenken kann, unser Wetterschinger. Haru, der Vater ist tot. Komm, es ist vorbei. Hör auf, mich zu nerven. Morgen ist der Termin mit deinem Verlobten. Kein Problem. Bei dem Zustand, in dem mein Vater ist, musste das im Moment warten. Wir haben unser Ziel erreicht. Das heißt aber nicht, dass meine Hochzeit abgeblasen ist. Mein Vater hat zugestimmt, es in der anderen Welt zu machen, aber bei seinem Zustand? Das muss also auch bis nach dem Sinneswandel warten. Tja, klingt, als wären wir aus dem Schneider. Ja, und alles nur dank euch. Everything should work out well if Okumura has a change of heart. Assuming it happens like it always does. Ja, für den Fall der Fälle. Leute, ich meine, es wurde uns doch jetzt 1 Milliarde Mal gesagt, dass irgendwas schief laufen wird. Glaubt ihr, jetzt wird alles super gut und toll laufen und es wird keine Probleme geben? Lassen wir uns überraschen, denn morgen ist dann ja schon der Tag der Abrechnung. Und dann schauen wir mal. Aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal, denke ich mal, werden wir dann mit unserem Wetten Mishima hier mal wieder abhängen, oder? Mishima? Können wir machen. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.